Jo Leute, was geht's denn am Start? Weiter geht's mit WoT-TX Matches. Heute mit dem Objekt 163 am Start. Und ohne groß rumzureden, legen wir gleich los. Habe heute mit dem ein Match gemacht und ich wurde innerhalb von 10 Sekunden einfach rausgenommen. Da war leider halt ein F-14-15-B-83 am Start, genauso wie in diesem Match auch. Nur halt ohne Arti. Aber schauen wir mal, was wir machen können. Tut mir leid, dass ich immer dieses komische, ja, Husten habe, aber es ist halt, geht halt nicht weg, leider. So. E7, 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 drei Stück, ist ein Zug. Schauen wir mal, was wir machen können. Distanzkampf oder doch der Nahkampf? Das müssen wir jetzt wohl ein bisschen testen hier. Medium haben wir viel mehr als die. Die haben gar kein Medium, wie wir sehen, aber schauen wir mal, was die machen, weil von denen hängt eigentlich auch ab, ob wir gewinnen oder verlieren. Hoffentlich, dass wir da Chancen haben. Das finde ich schon krass. Ich habe ihn leicht gerammt und schon hat er Leben verloren. Naja. Okay. So. Wir sind schnell, das sollen wir ausnutzen. Aber hoffentlich nicht den Gegnern, dem Jagdpanzer oder dem FV zuvorkommen, weil sonst haben wir ein paar Problematiken. Deswegen müssen wir ganz schnell reagieren. Und hoffentlich auch hier irgendwas anrichten können. So, wir fahren natürlich nicht in die Mitte, obwohl da ganz viele Leute von uns sind. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich schieße gar nicht erst. Obwohl, da sind ein paar Heavys. Der erste hier ist 7 schon weg. Gegner zerstörte Gegner. Okay. Bekämpfen die sich jetzt gegenseitig? Die sind jetzt, glaube ich, ja, die sind da gut rein. Gut rein, aber schlecht raus. IS4 und T5, okay. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, ein bisschen zu schießen. Ja, haben wir. Ach komm, das war jetzt nicht so dein Ernst, oder? Gespottet durch den verdammten. Das ist doch ein Witz, oder? Ich werde sofort rausge. Mein Geschütz wird sofort beschädigt. Bullshit. So. Schauen wir mal. Der eine Ruh. Ja. Will ich eigentlich auch auf ihn schießen. Aber das Spiel erlaubt es mir nicht. Jetzt ist es abgehauen. Okay. Ich will mein Geschütz ungern reparieren. Das kann halt schlecht sein. Geschütz kommt nicht runter. Ich sehe nicht mehr. Diese Sekunde habe ich verloren. Aha. Verschossen. Wunderschön. Der Ruhe ist da hinten. 6-2, erstes Match natürlich super, aber leider nicht wirklich viele Chancen, irgendwas zu machen. IS4 könnte von hinten kommen, wenn ich ehrlich bin. Ich repariere ungern mein Geschütz. Weißt du, was ich mache? Ich fahre jetzt wirklich hier außen rum. Und hoffen wir mal, dass da kein IS4 oder so ist. Sonst wird's unsexy für uns. Wir haben die echt alle ausgelöscht. Das ist nicht schlecht. E5 ist unten geblieben. So. Da ist IS4. Wunderschön. Kein Damage haben wir noch. Leider. Aber ihr seht schon, Mobilität ist vorhanden. Deswegen können wir da ein bisschen schnicki-micki machen. Wunderbar. Hat er mich nur gekettet. Das ist kein Problem. Er kettet mich wieder. Nein, tut er nicht. So. Und tot ist er. Haben ein bisschen Damage gemacht. Und letzter hat ja auch noch am Leben. Deine geht es, ich glaube, ich ertrinken, wenn ich nicht richtig nicht irre. Dann fahren wir mal rüber. Ja, das steht noch da. Wunderschön. Doch haben wir ein bisschen Damage rausgehauen, das ist schön. Aber
Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr rausholen können. Ihr seht schon, es hat sich gelohnt, nicht die Geschütz, das Geschütz zu reparieren. Arti hat mich getroffen, aber ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich sollte nicht auf Reparatur als nächsten Skin gehen, weil das lohnt sich bei den Panzern dann doch sehr. Also die Panzer, die Turm haben, macht nicht wirklich viel Sinn, aber bei den anderen wirklich empfehlenswert, weil du hast wirklich auch Probleme manchmal. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich auch weg. Schade. Ich dachte, russischer Skill wäre dabei, aber leider nicht. Dann ist er auch tot. Naja, haben wir gewonnen wenigstens. Sind wenigstens nicht verreckt. Elendig. Machen wir weiter. Denke mal, 2, 3, 4 Matches gehen noch. Je nachdem, wie schnell wir sie rumkriegen. Je spannender das Match, desto ja, weniger können wir anrichten. Minus 220 Credits. Das ist richtig viel. Also ich glaube, ich werde pleite. Machen wir weiter. Hoffentlich keine Arti diesmal. Mann, ich hasse, dass ich... Ich bin nicht mal krank, Leute, das kann ich euch jetzt schon sagen, aber ich bin irgendwie anfällig. Oh, 2 FVs. Oh, da müssen wir aufpassen. Oh, oh, oh. Okay, was machen wir? Defensiv kämpfen oder doch lieber an die Front? Ich meine, 8er werden schon Probleme haben, bei uns durchzukommen. Aber 10er halt nicht. 9er eigentlich auch nicht. Vor allem, man kommt bei mir halt hier echt gut durch. Und das, was ich halt richtig bitter finde, ist halt diese hier. Diese Seite hier komplett unter dem... Also hier, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man hier durchkommt, aber ich glaube, hier an dieser kleinen Stelle hier kommt man auch irgendwie durch. Finde ich beschissen. Ist aber so. Zum Glück kommen bei mir beim Geschütz nicht zu mit jedem Schuss durch. Das heißt, ich tanke das schon. So. Dann habe ich gerade kurz mein Handy gehört. Das ist aber unwichtig. Begeben wir uns zum Schlachtfeld. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Unterstützung. T30 haben wir gar nicht. Wir haben hier noch ein paar 8er. Und 3 Medium 10er. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Und da sind 2 Autoloader. Ich weiß nicht, ob ich in die Front will. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Naja, ich bin schon hier. Ich bin ein Lappen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Komm, treff mich, oder? Nein. Wunderbar. Das war, was ich wollte, aber ich glaube, die werden rausgenommen hier. Ich sehe gar nichts. Scheiße. Wir müssen uns zurückziehen. Scheiße, die kommen da einfach mit der Herde, das ist schlecht. Ja, den habe ich gerade ignoriert. Der letzte wird auch sterben. Schlecht, schlecht, schlecht für uns. Ja, die pusht da von hinten, das ist gut. Das heißt, wir kriegen bald von hinten Unterstützung hoffentlich. Aber wir können hier kämpfen, da kommt der EV, das ist halt das Problem. Du hast halt einen beschissenen EV am Start. Naja. So. Man kann bei mir einfach durch, leider. Oh, mein Motor ist mir aber relativ vain. Denn ohne meinen Motor kann ich auch leben. Okay, die kommen bei mir einfach alle in den Motor rein. Das tanken wir. Den nehmen wir raus, ohne zu zielen. Wir müssen halten. Wir müssen halten. Okay, hat mir die Kette weggeschossen. Benzintank getroffen. Müssen wir ein bisschen ausharren. Oh mein Gott, ich tanke die noch. Das ist ein Wunder, ehrlich gesagt. Da kommt bei mir, glaube ich, in die untere Wand durch. Bin mir aber nicht sicher. Er schießt mit HE jetzt. Schlecht, schlecht für mich. Ja, da kam der durch. Den haben wir rausgenommen.
Das ist ein bisschen problematisch, was HE angeht. Ob ich das überlebe? Nein. Getankt Hammer. Wird aber recht knapp. Okay, wir kommen da durch. Oh mein Gott. Aber ich setze mir da keine großen Hoffnungen. Denn das Überleben ist mir unmöglich. Den nehmen wir noch raus. Nicht zu viel wegdrehen, weil sonst bin ich weg. Ich glaube, der Vorrat hat kein Problem damit, auf mich rauszufahren. Ja, aber ich glaube, ich hoffe, ich habe mich jetzt hier gut geschlagen. Das war jetzt ziemlich ein Durchhalten. Das war jetzt gerade echt nicht schlecht. Die werden da von hinten ein bisschen von drei Auto da rausgenommen, aber ich habe im T34 etwas gehalten. 8,8 cm ist, glaube ich, der Panther umgekippt. Ich habe mein Bestes getan. Ich meine, ich habe ziemlich gut getankt. Also ist hoffentlich gut gegangen. Ich glaube, hätte mich der FV jetzt nicht getroffen, hätte ich noch länger überlebt. Aber es ist halt nicht alles möglich. Die kennten Captain. Aber ich glaube, die nehmen sie da raus. Weil die sind sowieso Papier. Der T30 hat da sowieso, der T34 hat sowieso keine Chance. Denn ich dachte, der Nippel wäre unzerstörbar, aber anscheinend nicht. Naja, jetzt ziehen sie sich zurück zur Base. Habe ich einen 107 am Start? WZ, der 121er ist am Start. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, gegen 310er noch zu kämpfen. Ja, gleich kassierst du, Bro. Okay. Oh, oh, oh. Okay, der fährt jetzt hier runter. Wird den wahrscheinlich den EV ein bisschen auszielen. Oder auch nicht. Nimmt er den. Oh, der kann mir nicht hoch. T-Fan IS-7 ist noch irgendwo am Start. Aber wenn der Captain anfängt. Ah, ne, der ist da hinten. Okay. Der wird rausgenommen. Die werden hoffentlich jetzt auch alle rausgenommen. Ja, ich habe es zum Glück gehalten. Das war ja schon was Lustiges. Der WZ 120 hat 6 Kills. Auch nicht schlecht. Oh mein Gott, die haben sich gegenseitig verschossen. Und das ist natürlich bitter. Die kommen jetzt bei dem FV nicht durch. Interessant. Und der kam durch. Der kam durch. 7 Kills für den. Nicht schlecht. Vielleicht tut er sich noch den 8. Ich möchte den gerne sehen. Ja, der Panther ist anscheinend umgekippt. Komm, 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 fahr. Dauert es nicht so lange. 5 Minuten, Mensch, ehrlich gesagt. 340 Damage, da hätte er ein bisschen mehr rausholen können, aber ich glaube, er hat ihn gerade mal so getroffen. Ja, die pushen den jetzt. Da muss nur sein Arsch 500 Damage reindrücken. Ah, hat nicht gereicht. Er hätte echt gerne den 8. Kill. Aber er hat gesagt, nein, Chef, du darfst nicht. Aber schauen wir mal, was wir gemacht haben. Ich meine, das war jetzt ein sehr interessantes Match. Wir haben da ein paar Leute zurückgewiesen. Und wir kriegen Großkaliber und erste Klasse. Sogar einiges an Premium-Teile. Ja, 6000 Damage, Leute. Ich glaube, damit sind wir doch sehr zufrieden. Und 1000 Erfahrungen auf dem Klopf nach Haus, sehr schön. Der hat gar nichts gemacht, anscheinend. Und 907 und 720 haben natürlich sehr gut gespielt. Damage hat er auch gemacht. Wunderschön, also wir haben uns gehalten. Panzer, wunderschön, wenn man ihn richtig hinstellt. Ich hätte natürlich damit ein paar Schüsse sparen können, aber das ist natürlich so eine Sache, das kriegt man nicht oft hin. Oh scheiße, jetzt haben wir natürlich ein ganz schlechtes Match. 3 Artis, 3 Waffenträger. Oh wow. Was machen wir hier? Next Fail Team, das sagt ein Badget. Okay, wir haben doch 3 Heavys, aber die haben halt 3 Achter, 3 Zehner und wir haben halt 3 Neuner. Oh je. Der T10er hat schon richtig geantwortet. Was für ein behinderter MM. Matchmaking. Schauen wir mal. Alle sind sehr froh, dass es Arti gibt. Wie immer. Wohin? Oder was? Es gibt eine Scout, die Stufe 3 ist. Und die spielen im 10er. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen vertan. Büsche. Ich habe keine. Wohin fahren wir denn? 3 Artis. Chancen sind sehr wenig. Dass überhaupt irgendwas passiert.
Ja, wir wurden gespottet. Oh Gott, da sind ja noch Leute. Wer da ist, keine Ahnung. Und ich werde schon von links angeschossen. Nicht sehr sexy. Aber ich sehe halt nicht, wer da hinten ist. Das wird lustig. Very lustig. Anscheinend hat mich. Oh, man kann mich sogar noch ein bisschen sehen, aber etwas bin ich ja noch geschützt. Ah, ich traue mich hier. Ich glaube, ich habe es ein schlechtes Gefühl gewesen, hier zu stehen. Oh, hallo. Hallo, Schatzi. Haben wir dir ein bisschen Damage gegeben. Aber ich sehe die Maus nicht mehr. Eine bittere Sache. Blendschutz relativ nicht so gute Idee, weil hier könnten sehr viele Gegner sein. Wir cappen. Und ich sehe schon, da ist gar kein Gegner. Budget ist bei mir. Sehr nah so, oder? Ja, das ist nämlich süß, ist eine andere Sache. Der würde gerne, dass ich auf ihn schieße. Was in seinen Turm nicht durchgekommen. Jetzt hätte ich in seine untere Wand schießen können. Der Typ hat richtig kassiert. Ja. Waffenträger war auch noch da. Ja, das ist das Problem. Heavys sind nicht mal hingefahren. Obwohl es leider der Fall sein hätte müssen, aber unsere Heavys haben sich spontan entschieden. Wir fahren andersrum. Einer muss ja die Seite verteidigen. Ich meine, ich kann da leider nur sterben. Was bleibt mir mehr übrig? Ich mache nicht diese Getue da, boah, jetzt ziehe ich mich zurück und versuche dann noch irgendwie zu überleben, weil bei solchen Teams ist es sowieso recht sinnlos, wie wir wissen. Weil allein schon die Heavys haben den ersten Fehler gemacht. Klar, es waren ES7 am Start, aber ihr hattet TDs. Und ich meine, jetzt muss der Jagdpanzer erneut hier alleine klarkommen. Hat zwar Artis als Unterstützung, aber. Okay, er nimmt den Badge raus. Er repariert seine Kette zum ersten Mal. Wir cappen sie tatsächlich weg. Das heißt, sie haben sich nicht mal darum geschert, was der Cap abgeht. Und das ist eigentlich mal auch ein kurzes Match, oder? Natürlich nicht viel mitmachen können, aber. Der ist gerade echt tatsächlich aus dem Match Cap rausgefahren. Oder wurde getroffen von der Arti, das kann sein. Aber mehr weiß ich leider nicht. Ja, dem ES7 auszutricksen wird ein bisschen schwer. 7-6, da ist die eine Arti. Die zweite kommt da nicht drüber. Wetschütz natürlich machen ihr Ding. Der Objektiv 63 vom Gegner, der macht auch Sachen. Mich interessiert es ehrlich gesagt, was der macht. Okay, das spielen die eine TVP. Unser Badge hat verschossen. Mit Gold schießt er. Traurig. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht kann es auch die normale Munition sein, weil er hat ja diese Special-Munition. Jetzt ist er. Es kommt mir schon so gut vor, dass er mit Gold schießt, weil irgendwie kommt er da so richtig gefährlich. Hat er noch einen Schuss? Nee, ich glaube, der muss nachladen. Aber es sieht nach einem klaren Sieg für uns aus. So, die Arti ist bei A1, dort irgendwo unten. GW-Tiger wird es vielleicht rausnehmen. Und ich glaube, die hat schon daneben geschossen. Naja, schalten wir mal zu GW-Tiger um. Ja, ich glaube, der hat verschossen. Ups, da war was. Und da ist ein Waffenträger von uns, der wartet, bis er kommt. Der Badgett ist tot. Die Badgett Arti vor allem. TVP hat es auch geschafft und die letzte Arti wird jetzt hoffentlich auch rausgenommen. So. Don't cry, don't cap. Dementos.
Also sie kämpfen jetzt in Ruhe fertig. Ich glaube, die Arti ist irgendwo auch hier. Weil wo so sonst die sein? Boah, Amurak. Nicht schlecht. Ich frage mich, ob das überhaupt zählt, wenn man gewinnt und capped. Ob das irgendwie eine Bedeutung hat oder zählt wirklich das Erstere, hast du zuerst gecapped und dann habt ihr gewonnen. Oder halt was anderes. Ja, natürlich haben wir nicht viel machen können. Machen wir weiter. Je mehr Matches wir durchbringen, desto besser. Aber ich sehe auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele jetzt ein paar, jetzt spielte ich so WoT diese Woche, so ein bisschen aktiv auch. Und ich habe ein paar Leute gesehen, die waren wirklich oft angekippt. Also das war auch ziemlich lustig. Die liegen dann immer auf dem seitlichen Panzer und können halt nichts tun. Und das ist dann, ja, sag ich mal, sehr interessant zu sehen. Da hast du einfach Free Damage ungefähr. Da war so ein CDC mal umgekippt. Da war mal ein LTTB umgekippt. Also es war schon lustig. Mal so ein VK, so ein 6er. Hat ziemlich Spaß gemacht, die dann einfach zu tilten, wenn die einfach nichts machen konnten. Da ist die Physik schon ziemlich hart zu denen, weil dann bleibst du einfach hängen. Und zum Beispiel du rollst dich, ne, und dann rollst du dich und dann bist du fertig mit dem Rollen und wirst immer langsamer. Und dann bleibst du auf der einen Seite stehen, statt dass du, oh Gott, dass du da normal hinkommst, also wieder auf die Beine. Oder auf die Ketten, wie man hier sagt bei WoT. Ich fahre gar nicht sicher nicht dahin, wo die Kollegen hinfahren. Macht relativ wenig Sinn. Wir schauen uns hier mal um. Ich hoffe, wir sehen was. Wir sehen in der Tat was. Ich werde jetzt angeschossen. Aber ich sehe nichts. Obwohl mein Kreis gigantisch ist, sehe ich trotzdem nichts. Da, Schatzi. Ich weiß, dass du mich siehst. Boah, da sind dann schon noch ein paar Leute. Ich sehe sie natürlich nicht. Da schießt irgendwas auf mich. Ich habe aber keine Ahnung, was es sein könnte. Und von wo vor allem. Boah, der T-40 rusht. Das heißt, er würde mir was spotten. Bäm, Alter. Aus der Fahrt rausgenommen. Der kann bei mir einfach irgendwo durch. Kann ich leider nicht sagen, wo. Habt ihr das gesehen? Der Schuss ist irgendwie so im Bogen hinter ihm hergeflogen. Alles klar, das ist, was ich meinte. Wie kommt er da zum Teufel da durch bei mir? Neuner, nebenbei so. Hohoho, 650 Damage. Klar ist diese Distanzkämpfen, aber... Man muss ein bisschen weiter vorfahren und ich sehe schon, da wird gleich lustig zugehen. Bam, gekettet haben wir dich. Gekettet. Es ist vorbei, mein Freund. Es ist ganz sicher vorbei. So, machen wir weiter. Von hinten kommen wir gleich richtig viel Gesellschaft. Deswegen sollten wir hier so schnell wie möglich aufräumen. Um uns diesen zu widmen. Und weniger blocken vielleicht. Ist auch nicht schlecht. Es sind nur ein paar. Kollege, hast du mich schon gesehen? Lade mir ein bisschen nach. Ich weiß, ich kassiere gleich. Oh, ich bin gerade mal so durchgekommen. Aber ist nicht schlecht. Basisverteidigung wäre jetzt echt angebracht. Das sind aber noch ein paar Gegner, die könnten von unserer Seite kommen. Ich hoffe, ich werde nicht von hinten abgeschossen, denn das wird bitter. Aber ich sehe schon der M40 und so. Au, das war schmerzhaft. Das hat gerade sehr wehgetan in der Seele, dass ich bei dem oder dem nicht durchkam. Ich glaube, die cappen uns aber echt weg. Ihr müsst resetten, Brothers. Gekettet, ohne Damage. Das ist, was wir in WoT lieben. Ketten ohne Damage. So, Reset schaffen wir noch ein bisschen. Der 50B capped halt hart, weißt du?
Ich habe ihn nicht mehr angekratzt, versteht ihr das? Das finde ich sehr lustig. Denn das Schießen hätte sich so viel gelohnt. Nein, 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 Brother. Nicht du. Nicht du. Wunderbar. Der TVP kommt von der Seite. Ich durfte nicht mal schießen. Ach, je, das war ja ein bisschen schade. Egal, wir haben 2 Kills gemacht. Wir haben auf jeden Fall Damage gemacht. Ich hoffe, das hat sich rentiert mal wieder. Aber was ich halt echt nicht verstehe, dieses Nicht-Durchkommen manchmal, das denkst du dir einfach manchmal. Einfach weiß ich nicht, was man sich da denken soll. Wieso auch immer. Wieder Top-Damage, 5,4k, das ist wunderschön, so soll es weitergehen. Aber ich glaube, mit diesem letzten Match werden wir es auch beenden. Denn ich meine, wir hatten jetzt 2 gute Matches und das war jetzt auch ein gutes, sage ich mal nicht schlecht, haben wir ja schnell hier mitkämpfen können. Letztes Match. Ich fange an, diese Map leider nicht so sehr zu mögen, weil einfach, wenn ich mich darum kämpfe, und zwar genau hier auf dieser Seite, habe ich oft die Arschkarte. Und das ist halt wirklich in jedem Panzer teilweise. Das mag ich nicht so sehr. Ich mag es eigentlich mit Panzern zu spielen, mit denen ich hier wenigstens was reiße. Aber das Problem ist ja teilweise wirklich, Artis sind da oder TDs nehmen dich einfach raus. Du hast halt einfach keine Chance, irgendwas zu sehen. Ich weiß auch manchmal nicht, wo ich richtig rausfahren kann oder darf. Schauen wir mal. Oh, ich weiß, wohin ich mache. Mach mal die erste Runde zum Campen. Fahren wir den Berg hoch. Das, diese Position hat sich anscheinend noch nicht geändert. Das finde ich sogar gut. Da können wir ein bisschen über Berg kämpfen. Also mit Distanzkampf eigentlich nicht so schlecht, sage ich mal, oder? Der T62A spottet erstmal alle. Das war eine, das waren 3. Gleich kommen sie. Denke ich mal alle. Oh, ich muss hier aufpassen. Weil wir haben hier gar keine Unterstützung. Scheiße. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, sollte ich mich weniger bewegen. Heavys haben wir aber auch nicht so viele, wie ich sehe. Okay, da haben wir einen. Das Problem ist halt wirklich die Arti. Die macht halt wirklich die meiste Problematik aus. Ja, IS-3 ist dort in der Mitte. Ich will ja auch nicht, dass die flankiert werden, wisst ihr, weil wenn das passiert, ist schlecht, da habe ich 140 ist am Start. Oh, oh, hallo. Oder was ist da? Hm. Ich mag es nicht, Leute. Ich mag es einfach nicht zu warten. Das macht mich so. Das macht mich so sinnlos hier im Spiel, wisst ihr? Und meine Leute kassieren halt auch teilweise. Der T62 ist am Start. Wo ist der V? Das ist das größte Problem hier. Wo ist der? Vielleicht werde ich ihn als erstes begegnen. Also ich sehe nur einen IS-3. Aber niemanden sonst. Da ist er. Oh, da ist noch ein IS-3. Einfach irgendwie in meine untere Wanne durchgekommen? Oder wo? Kein blassen Schimmer. Ich sehe nicht mehr wo. Da, untere Wanne. Cleaner als ein Babypopo. Wo ist er durchgekommen? Da geht's noch gut ab. Da ist die Arti. Die hat mir jetzt keinen Crit gegeben. Das finde ich auch lustig. Also ich habe jetzt 0 Damage, aber habe schon kassiert ohne Ende. Ja, so muss das sein. Aber ich glaube, ich werde durch die Arti doch noch rausgenommen irgendwie. Habt ihr das gesehen? Du darfst nichts machen. Ja, es kommt bei mir natürlich auch durch. Habt ihr gesehen? Ich habe mir einfach in die Kette geschossen. Wieso? Jetzt komme ich bei ihm dieselbe Stelle durch. Macht so viel Sinn. Der IS-3 kommt nicht. Ja, ich bin schneller als du im Reagieren. Ja, das hat sich, das war klar, man kann halt nichts dazu sagen.
Na, TVP interessiert mich auch. Das ist ein sehr interessanter Panzer halt. Naja, der IS-4 kämpft gegen den. Oh, er kam durch. Unsere Art hier hat ihn auch versenkt. Oh, da war gerade ein Amarak am Start. Der IS-4 ist, glaube ich, kassiert gerade. Objekt 140 fährt da viel rum. Trifft leider nicht. Aber das Match ist damit auch erledigt. Wem bedanken wir uns? Bei der wunderschönen Arti, die ihren Beitrag als leichteste Klasse im ganzen Spiel sehr gut geschafft hat, uns ganz schnell die Laune zu versauen. Nein, Scherz hat sie nicht, aber ich habe ja gesagt, ich versuche mich da jetzt nicht mehr darum zu kümmern. Aber nur halt, damit es klar ist. Wenn später dann irgendwelche Kommentare kommen wie, ja, du hättest da und dies, das machen können, hätte ich nicht, weil Arti da ist. Das ist einfach die einzige Ausrede. Meine Güte, da kettet ihn auch. Also RNG hilft ihm nicht. Vielleicht gibt ihm noch Amorak. 145 Damage, auch nicht schlecht. Wetten, der kann den IMX nicht mehr killen, weil die Arti das gleich tun wird. Amorak kann auch nicht reparieren. Er wird gekettet. Er hat verschossen. TV50 schießt ihn und sein Turm ist weggeflogen. Wo ist denn der Turm hin? Ah, da. Oh, der ist aber echt hochgeflogen. Na gut, das war ein schönes Endmatch. Typisches halt WoT-Match. Ja. 1500 Damage, naja, immerhin etwas. Haben wir einen ganzen jetzt 3 rausgenommen, nichts Besonderes. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann morgen hoffentlich bei einem weiteren Part Let's Play WoT wieder. Bis dahin. Ciao.